Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Adventure Map. Und der Jay springt immer noch und wir sind gedanklich immer noch. Sagt der Jay dazu. E3 in Amerika. Wann haben wir das denn noch angespielt? So, wir können ja mal durchgehen. Also, ich habe angespielt das neue Trials. Okay, da hab ich sogar ein Video von gesehen, und zwar wie ihr Tandem-mäßig gezockt habt. Ja, und da freue ich mich. Also, das ist, ich bin ganz ehrlich, der Outspiel braucht eigentlich so keiner, könnte man auch als DLC verkaufen für Trials Fusion. Ich verstehe halt, warum man da. Ich verstehe halt, weißt du, einfach so irgendwie ein Grafik-Update plus neue Maps, ein paar neue Mechaniken, mehr ist das eigentlich nicht. Okay. Aber auf der anderen Seite ist Trials schon ein sehr gutes Spiel, also muss man da auch nicht so viel mehr tun. Aber, ich verstehe halt, weil neue Spieler kriegt man mit einem neuen Trials, aber wahrscheinlich wird man keine neuen Spieler kriegen, indem man einfach ein Grafik-Update bringt. Deswegen verstehe ich, warum sie es machen, aber eigentlich ist es genau das. Ein gutes Grafik-Update. Macht auch Spaß, ich freue mich auf die 2-on-2 Rennen, die wir mit dem Tandem haben werden. Aber das ist, also da du kannst auch mit mehreren, die Tandem fahren, gegeneinander fahren. Das wurde mir zumindest gesagt, dass das geht, ja. Okay. Sofern die Map dafür gebaut wurde. Also das geht nicht auf jeder Map. Okay. Ne, das ist halt wieder so, weißt du, hast einen Map-Editor, kannst du die Map halt nur mit den Motorrädern fahren, mit denen die schon mal geschafft worden ist. Ah, ja, ja, okay, verstehe. Genau, und der Tandem ist halt so, jeder hat halbes Gas, halbe Drückungskraft in alle Richtungen. Und, ja, dann machst du halt easy going, ne? Wenn beide Gas geben, fährst du halt mit 100% nach vorne. Gibt einer Gas, einer bremst, stehst dann auf der Stelle. Okay, dann geht's. Okay, verstehe. Das kann mega witzig werden. Ja, das kann witzig werden. Gucken wir mal. Ja, Trials werde ich euch alle hinrichten. Das weiß ich jetzt schon. Dann der Oberprofi in dem Spiel. Ja, auf jeden Fall, Alter. Du bist der Beste da drin und du hast auch die meiste Geduld. Kennt man mich ja. Ja, kennt man mich ja. Ja. DLC halt für Mario Rabbit, für Donkey Kong. Langweilt mich. DLC. Dann gab The Crew. Hab ich schon gespielt. Ist halt The Crew. Ein cooles Spiel, definitiv. Aber ja, wenn man halt The Crew nicht mag, macht man halt The Crew nicht, wa? Also, das wird irgendwie klingt. Und wenn man halt mag, dann soll man spielen. Ich finde die Mechanik mit diesem Flugzeugschiff gewechselt, Döns, finde ich eigentlich ganz cool. Ich finde, die Schiffe steuern sich langweilig. Bei den Motorbooten verstehe ich nicht, weil du musst halt die ganze Zeit nach hinten drücken, damit du den Motor unter Wasser kriegst, warum das nicht die Standardeinstellung ist. Ja, keine Ahnung. Generell finde ich das halt auch nicht, dass du da irgendwie geil Kurven irgendwie, also keine Ahnung, ich finde die ganze Steuerung halt irgendwie wie halt bei einem Boot. Boote sind ja jetzt nicht dafür bekannt, irgendwie möglichst wendig zu sein oder sowas. Das sind mega die krassen Boote, Junge. Deswegen fand ich das alles nicht so cool. Übrigens, Bram, wenn du in Game Mode 3 bist, kannst du mit Linksklick auf Jay gehen, dann kannst du aus seiner Ego-Perspektive gucken, wie er springt. Dann kannst du mal was lernen. Ja, deswegen warten wir auch auf dich. Ja, genau, du weißt ja, aus Fehlern lernt man ja auch. Alex. Ja, das stimmt, aus Fehlern lernt man ja. Genau, so, hast du jetzt ja gelernt, so soll man das nicht machen? Alles muss ich den anklicken oder wie mache ich das? Ja, du musst aber im Game Mode 3 sein, dass du, dann den anklicken mit Linksklick einfach, genau. Da brauchen mich erstmal fangen, ja, ist ja easy. Hab dich doch schon. Ach, verdammt. Bin in dir drin, Junge. Hört sich richtig geil an. Ah, nice. Assassin's Creed konnte Sepp ja schon anspielen, das habt ihr dann wahrscheinlich gar nicht mehr gemacht, wa? Assassin's Creed haben wir dann auch nochmal kurz angespielt. Ist halt. Ja, also die Problematik ist, ja. Viele, die angespielt haben, sagen, es soll besser sein als Origin. Nochmal ein Ticken. Origin war gut, aber die Assassin's Creed-Regel besagt kein zwei gute Assassin's Creed hintereinander. Das stimmt. Aber Origins war wirklich gut. Ich glaube, das hat noch was am Ende, by the way. Origins, ja, oder? Origins? Ja, du hast das S gerade zumindest weggelassen, als du es gesagt hast. Okay, Entschuldigung. Lustig, ey, dann kommt bald FIFA Uplay raus. Wieso denn FIFA Uplay? Wegen Origin. You know? Ach Gott. Genau, das neue Black Ops. Ach, das habt ihr auch gespielt. Ja, haben wir sogar auch hochgeladen. Ach komm. Ja, ganz ehrlich, wir haben da ganz schön viel hochgeladen. Ja. Ja, ihr habt sehr viel hochgeladen. Level in Progress. Sag mal was zu COD, Junge. Warum ist der Level in Progress? Ist halt so. Da drin, zufällig. Okay, ich geh mal raus. Ich bin gar nicht da. Aha. Also, okay, gerade ging's wieder, nachdem ihr rausgegangen seid. Also, ich schweb halt einfach hier oben drüber. Über der Plattform die ganze Zeit. Damit ich nichts blockiere, weil ich bin gerade nicht. Aber warst du nicht in Jay drin? Nee, ich bin rausgegangen, nachdem ich halt rausgetappt habe, um zu gucken, was wir auf D3 alles angespielt haben, weil ich nicht mehr alles auswendig weiß. Okay. Ich wollte halt niemanden blockieren, deswegen fliege ich einfach gerade über der Map.
Ja, das neue CD, rasant halt, wie eh und je. Boah, keine Ahnung. Rasant wie eh und je. Das ist ja ein Zitat für die Verpackung. Konntet ihr den Battle Royale Modus ist halt aber anspielen? So. Ist halt, nein, du kannst nur als langweilig. Ja, ist halt mega schnelles Gameplay, weil es halt in dem Sinne COD ist halt auch Black Ops. Ist halt cool, keine Ahnung. Ist halt aber wie also mit allen CODs. Also ist langweilig. Ist halt wie mit allen CODs. Wir müssen halt spielen, ob es uns dann catcht, kann ich dir nicht sagen. Was, im Battle Royale kann ich dir auch nicht sagen. Wenn mir halt einfach sagst, das fühlt sich halt an wie jedes Black Ops, dann sag ich halt, okay, alles klar, also irrelevant. Ja, aber das ist zum Beispiel so eine Sache, die ich dann verneinen würde, weil wir haben zumindest auch die anderen Black Ops Teile zumindest über 100 Stunden gespielt. Ja, Black Ops 1 haben wir viel gespielt und alles andere dann weniger. Echt? Haben wir Black Ops 2 nicht mehr so lange gespielt? Ach, nicht so lange wie Black Ops 1. Die Frage haben wir jedes Mal. Ja, dann beantwortet du sie kurz. Ja, die stellen wir uns jedes Mal und gucken die jedes Mal nach, weil wir die so irrelevant gemacht. Ist, wir die 33 Stunden für Black Ops 2 und 25 Stunden für Black Ops 3. Warum springt der denn nicht? Ja, du hast sie aber auch. Ach nee, Quatsch. Nee, doch bist du. What? Mann! Das waren deine Stunden. Furz, Alter. Achso, das war meine Stunde. Eklig. Okay. Ja. Ja, okay, das ist halt eher öde. Black Ops 3 habe ich, by the way, im Singleplayer sogar durchgespielt. Glaube ich. Ja, aber der wäre dann wahrscheinlich der Black Ops Singleplayer-Modus, oder? Ich glaube, bei Black Ops 3 haben sie es das erste Mal komplett zusammengelegt, aber kann mich meine Erinnerung auch täuschen. Das weiß ich nicht. Wie heißt denn das Spiel? Black Ops Multiplayer oder Black Ops 3? Moment, jetzt möchte ich wieder aufrufen. Hab ich nicht drauf geachtet. Hatte ich schon wieder weggeklickt, nachdem du das gesagt. Kannst ja auch einfach so deinen Steam-Kuss in deiner Bibliothek gucken. Musst ja nicht dafür auf mein Profil gehen. Ja, wow, voll klug. So 30 Stunden den Spiele, wie viel hab ich denn? Nee, also ich habe zweimal. Ich hab dreimal Black Ops 2 drin. Und zwar ohne Namen, Multiplayer und Zombies. Nee, ich meine Black Ops 3. Achso, Black Ops 3. Ne, Black Ops 3 stimmt, hab ich nur einmal drin. Habe 27 Stunden gespielt. Spricht ja nicht für das Spiel. Also bei mir ist als Singleplayer auch noch mit dabei bei den Multiplayer-Stunden. Ich weiß, dass wir da einige Folgen zu gemacht haben, aber ohne euch habe ich es nicht gespielt und dann halt auch nicht viel. Black Ops 1 war natürlich deutlich mehr. Das war ja das erste nach Modern Warfare 2. 121, ja. Wir hatten also auch in Amerika eine extrem interessante Diskussion dazu, warum es vollkommen in Ordnung ist, dass du Last of Us 2 für 50 oder 60 Euro dir kaufst und es dauert halt irgendwie 12 Stunden. Ja, oder auch andere Spiele. Aber ein Black Ops oder ein anderes Multiplayer-Spiel wie Battlefield. Warum springt der denn dann nicht? Wenn er unter 100 Stunden nicht beschäftigt, dann, wenn er unter 100 Stunden ist, dann ist das quasi ein Fehlkauf. Da gehen die Meinungen teilweise sehr auseinander zu. Das fand ich schon interessant, wie da so. Echt? Wer hatten da? Also, das würde mich aber mal interessieren. Ich habe mich da unter anderem mit dem Schlorux unterhalten. Also, den Namen kann man nicht. Ich gehe nicht davon aus, dass der. Der meinte, dass halt Spiele also wirklich lange für ihn dauern müssen. Ich hatte eher so den Standpunkt, dass Spiele für mich nicht unendlich lange dauern müssen, sondern mir wichtiger ist, dass die Zeit, die ich spiele, kein Crap ist. Also beispielsweise für Schlorox ist dann so ein Last of Us schlecht, weil das kostet, also zumindest für 60 Euro, weil das ist nicht lange noch. Ja, nee, bei Last of Us hat das jetzt nicht direkt gesagt, für ihn sind generell Spiele schlecht, ja, also generell eher Spiele schlecht, wenn die halt nicht so lange dauern. Ja, okay. Also er geht halt ein bisschen mehr nach Zeiten. Wenn er halt ein Multiplayer-Spieler ist. Ja, das kann natürlich auch sein, klar. Also ich verstehe auch, woher er kommt, aber ich habe trotzdem ein bisschen eine andere Sache. Wobei, ich verstehe auch den Vergleich zwischen COD und natürlich einem Last of Us. Bei einem Last of Us hast du halt irgendwie 12 Intensive-Stunden. Und bei einem Black Ops hast du halt, oder bei einem COD hast du halt, keine Ahnung, von mir aus 25 Stunden, aber die sind viel weniger krass. Deswegen fühlen sich die Stunden halt viel weniger an. Oder sind die weniger wert. Ja. Da bin ich ganz bei dir. Witzigerweise spielen sogar noch super viele Leute im Multiplayer-Modus von Last of Us. Also super viele in Anführungszeichen, aber der ist immer noch sehr aktiv. Gibt einen Multiplayer-Modus von Last of Us? Ja, Last of Us 1 hat einen Multiplayer-Modus. Krass, nie gespielt. Ja, der kam doch irgendwann erst dazu, oder? Kann das sein, dass der später kam? Ja, das weiß ich leider nicht mehr. Der kam erst später. Habe ich auf jeden Fall nicht gespielt. Hä, was ich nur ganz kurz. Was ist mit Jay los? Was ist los mit Jay? Der macht das schon noch. Der macht das schon noch. Ja, dazu gab es auch noch ein super interessantes Video vor ganz kurzem von den Game Theory Jungs, die halt mal aufgestellt haben, generell, warum Freiheit in Spielen gut oder schlecht zugleich ist und dass halt viele Open-World-Spiele oder ein Mass Effect, Mass Effect Andromeda als Beispiel genommen, warum Mass Effect, obwohl seine Freiheit eigentlich schlecht ist, weil man halt diese ganzen Quests, die man abklappert, nur tut, weil man die Hoffnung hat, dass eine von den Side-Quests richtig geil ist.
Ja, deswegen, also da kann man aber bei Freiheit nicht verallgemeinern. Freiheit finde ich halt was Cooles meistens, je nachdem, was für eine Geschichte du erzählen willst. Aber es muss halt trotzdem natürlich interessant sein. Also wenn Freiheit einfach nur zu definieren mit, ja, du kannst theoretisch deine Zeit in ganz viel Bullshit stecken oder in ganz viel anderen Bullshit, hast du natürlich Freiheit, aber doppelt Bullshit. Ja. Deswegen, keine Ahnung, also Minecraft ist dann natürlich anders. Da hast du zwar jetzt auch nicht die fetten Zeitquests oder so und einfach nur Freiheit, aber dafür ist der Gameplay-Loop halt und alles drumherum viel zu interessant. Das war bei Mass Effect Andromeda definitiv nicht so. Da war einfach alles scheiße. Leider war dem so, ja. Dann gab es noch, genau, Skull and Bones. Oh, das, oh, was habt ihr denn dazu gedacht? Da haben wir auch ein Video zugebracht und das Video habe ich so genannt, das neue PvP-Multiplayer-Spiel. Oh. Weil ich mir zumindest, also ich glaube nicht, dass, ich glaube, dass die Mechanik für 50 Stunden oder ähnliches zu wenig hergibt. Aber ich glaube, dass wir so 5 bis 10 richtig fette Stunden haben und dann nutze ich, glaube ich, das System aber ab. Du steuerst allerdings alleine ein. Ja, jeder steuert ein Schiff. Ja, genau, okay. Ich muss da an der Ecke abspringen, ne? Ja, habe ich auch gemacht. Du musst aber später abspringen, weil sonst bleibst du halt oben hängen, beziehungsweise springst gegen dein Dach. Muss ja, habe ich nicht gemacht. Okay, kannst du auch links davon abspringen? Überhaupt? 1, 2, 3 und. Ne, kann man überhaupt? Ne, Moment. Achso, du meinst. Moment, ihr meint bei der letzten, vorletzten Leiter, wa? Da, wo du. Also das ist die letzte. Die letzte? Ich bin gar nicht so sicher. Die letzte, muss von oben abspringen. Es geht um die Leiter, wo du halt einen relativ weiten Sprung hast, wo du entweder unter dem Block abspringst oder quasi ein bisschen schräg und dafür einen weiter hinten. Ja, aber der einen weiter hinten, den habe ich gemacht, weil der reicht ja, weil du hast ja auch einen nach unten noch wegen der Leiter. Okay, das reicht, okay. Ich war mir nicht sicher. Ich habe das mit dem Dach über meinem Kopf gemacht. Also Skull & Bones. Kommt halt immer, aber dann bleibe ich da immer hängen. Okay. Bin ich fest und überzeugt, dass wir da ein paar richtig geile Partien haben werden. Sofern das genauso flüssig läuft wie auf der E3, weil da lief da 10 von 10 smooth. Okay, nice. Und das war echt, also ich hatte wirklich, wirklich, das war saufett. Das war wirklich saufett, einfach nur. Mit seinem Schiff, das Adrenalin währenddessen. War schon cool. Kann ich nur. Wird schon geil. Aber ich weiß halt nicht, ob es dann genau wie bei von mir aus anderen Multiplayer-Spielen im Laufe der Zeit genug gibt. Ja. Was gab's da noch? Dann gab's noch. Alter, bin ich zu langsam? Ich bin zu langsam. Ah, genau, oder? So Division 2? Division 2, ja, erzähl! Finde ich mega geil. Also, das Gameplay war wirklich sehr flüssig. Du musst teamkoordiniert spielen und ähnliches. Da auf jeden Fall Pluspunkt auf der Seite. Die Grafik sieht wirklich gut aus, also sehr echt. Muss man sagen, leicht überzeichnet, aber trotzdem sehr realistisch. Die Gegner sind, die wir bis jetzt hatten, cool gemacht und gleichzeitig sind die Gegner meiner Meinung nach die größte Schwäche, weil ich finde, du hast die Problematik, wenn es keine Magie gibt und keine, ich sag mal, wirklichen Mechs oder so, sondern Menschen, die krassesten sind, dann ist der Typ, der in der Bombenschutzrüstung mit einem Granatwerfer schießt, halt schon der krasseste, der existiert. Ja. Und, naja, wie willst du das noch steigern, außer davon halt 2 oder 10 hinzustellen? Weiß ich nicht. Mit verschiedenen Gegnertypen, das halte ich für eine extreme Schwäche bei dem Spiel. Okay. Boah. Das ist ja eh nicht allzu realistisch, das Spiel, aber ich fand den ersten Teil eigentlich ganz gut. Ja, das finde ich halt eben schon. Ich finde halt Level Division gespielt. Nur das Endgame geht mir wieder auf den Sack, so wie Destiny. Da fand ich auch das Spiel eigentlich gar nicht schlecht, nur das Endgame hat halt mega gesackt. Da kann er selbst so viel reden, wie er will. Hat er denn den 2 Stunden oder 10 Stunden Raid denn schon gespielt? Für einen Arsch, er interessiert mich nicht, wenn ich weiß, dass er danach schon aufhört. Ich brauche die 10 Stunden auch nicht mehr spielen. Die Spiele sacken alle. Nein. Alle. Ja, genau. Das ist halt wieder der Punkt, war so, auf der einen Seite, ich verstehe, als selbst wenn er sagt, hast du jetzt 10 Stunden Raid schon gespielt, war andere Spiele dauern nicht mal 10 Stunden. Und sind trotzdem gut. Ja, aber bei einem MMO rede ich halt fast von, habe ich einen anderen Anspruch. Ja, das kann ich durchaus und verstehen. Deswegen. Also das ist ja schon ein Unterschied, ob ich jetzt 10 Stunden Last of Us spiele oder 10 Stunden Destiny Raid. Ja, das definitiv. Ja, ich denke mal, hier übers Endgame wurde nicht groß gesprochen bezüglich des. Nee, es war halt diese eine Kampagne, nur die wir gespielt haben. Division 2. ja.
Und das ist halt so, das ist dann so ein bisschen wieder das Problem. Weißt du, PvP kann halt, das soll jetzt auch mittlerweile ganz geil sein. Bin ich auch gespannt. Ja. Aber, ja, wie gesagt, wurde ja auch gesagt, ja, Destiny 2 ist jetzt halt ganz cool, ja. War dann irgendwie doch nicht so cool. Du musst mal Warframe ausprobieren, Jay, ganz ehrlich, Alter. Ich glaube, das wird dir gefallen. Das ist echt richtig cool. Okay. Das ist halt wie, cool. Wie in Destiny in einfach gut. Okay. Also nicht Destiny unbedingt, weil es ist halt Third Person. Also es ist mehr so wie in The Division in einfach gut. Mega, also Free-to-Play, aber so viel Inhalte kannst du dich totscheißen mit. Das ist unfassbar. Haben wir schon dreimal mittlerweile auf unserem Kanal gebracht. Ja, ist voll krass. Einmal Trash Night, einmal irgendwelche andere Sachen. Ja. Und hat auch beide Male 200.000 Aufrufe. Das ist echt ein cooles Spiel. Haben wir damals von uns auch keinen Trash gekriegt. Dann habe ich noch die ganzen Mario-Titel gespielt, unter anderem Pokémon. Oh, welches Pokémon hast du gespielt? Pikachu und Evoli. Let's go Pikachu und Evoli. Ist ja mega abgefahren, dann erzähl mal. Was sagt denn? Du bist nicht weit genug gewesen. Du bist nicht richtig abgefahren, du hast die Wand geküsst. Ja genau, du musst ein bisschen weiter von der Wand weg. Ja, was soll ich sagen? Das ist quasi Pokémon für den 3DS oder für den Gameboy, kannst du sogar noch sagen. Es ist eigentlich die gelbe Version und Evoli liegt nur daran, dass damals in der gelben Version auf dem Gameboy Gary Evoli hatte. Deswegen gibt es Evoli und Pikachu-Version. Okay. Krass. Das ist der Gedanke dahinter. Ja, also es ist halt die gelbe Version. Der größte Unterschied, mit Ausnahme von der grafischen Verbesserung, die sich sehr an den 3DS anlegt, obwohl es auf der Switch ist, ist, dass im hohen Gras die Pokémon jetzt zu sehen sind, welche es sind. Und du somit dann nach denen ausweichen kannst, / die angreifen kannst, wie du gerne möchtest. Dass der Kampf für freie Pokémon fällt komplett weg. Du schmeißt nur noch deinen Ball wie bei Pokémon Go. Ja, okay. Das ist halt das, was die eine Hälfte richtig geil findet und die andere findet es halt richtig scheiße, glaube ich. Ich find's auch kacke. Ja, ja. Und währenddessen halt die Kämpfe halt gegen Trainer so laufen wie bisher. Also es ist quasi, ich würde sagen, es ist Pokémon Gelb in der, was ist die aktuellste Pokémon-Version? Ultra Sonne und Mond, glaube ich, wa? Hä, mach ich gerade. In der Grafik plus ein Ticken besser. Die Grafik sah schon ganz nett aus. Genau. Fand ich ja, sehr stimmig. Sah es auch. Sah es auch wieder. Also es ist halt Pokémon Gelb mit der Grafik von Ultrasonne, Ultramond in noch ein bisschen besser. Und das Fangsystem ist ersetzt worden durch Pokémon Go. Ja. Ich hatte halt echt gehofft, dass sie, wenn sie ein Remake machen, dass sie dann auch wenigstens ein bisschen die Welten größer machen oder sowas. Aber ich habe in der Nintendo Treehouse Präsentation von Pokémon halt auch gesehen. Der Vetania-Wald ist genauso groß wie früher. Es ist da Pokémon konnte ich mich Gelb. Noch genau dran erinnern. Ja, genau. Und das hat mich halt dann echt ein bisschen abgeturnt, leider. So, die Felder dürften sogar exakt genauso groß sein. Bei fast allen Sachen. Genau das meine ich. Und, boah. So, letzter Try für die Folge, Jay. Okay. Also jetzt nochmal volle Konzentration. Dann gab's noch Super Mario, wie heißt das? Super Smash Bros. Entschuldigung. Super Smash Bros. Ultimate, aka 95% der Nintendo PK dieses Jahr. Genau, die dauerte nämlich knapp 26 Minuten von der 55 Minuten Präsentation. Ist halt ne, Super Smash Bros. Da, das hast du gerade aktuell echt zu jedem Spiel bei der, von der E3. Ja, das ist halt das. Ja, das Problem ist aber, das ist das so, halt. Ja, ich glaub dir, ich meine jetzt nicht, hey, du kannst diese Sachen nicht beschreiben, sondern, hey, offensichtlich gibt's einfach mehr von dem, was wir schon kennen. Ja, genau, es sind halt Nachfolger ohne Ende. Und die sind natürlich gibt's dann halt jetzt neue Charaktere. Bei Super Smash Bros. Ist halt wieder ein bisschen die Grafik gepolished. Aber das ist halt so, wie willst du den Sprung erklären zwischen FIFA 17 und 18? Weißt du? So. Ja, genau so sieht's nämlich aus. Und nächste Folge geht's weiter mit unserer Diskussion über neue Spiele und geile Sachen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Aber noch zwei coole. Bis dahin, haut rein. Ciao. Ja.